Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, ganz ausgeheilt sind wir jetzt ja noch nicht, aber ich denke, es reicht uns. Ich traue dem Stein immer noch nicht auf den Weg. Über den Weg, meine ich. So. Warte mal. Mal was versuchen, und zwar. Okay, wir kommen da mit den Fallen nicht durch. Ich probiere es nochmal von hier aus. Doch, wir kommen durch. So, hier unten. Also, wenn wir es zufällig ganz genau treffen. Sich nicht irritieren, die Gute. Ist da noch mehr? Und was war das schon wieder? Na bitte. Der Trick funktioniert doch immer wieder. Und was sagst du jetzt, du mieses Stück Scheiße, hä? Ich werde dich dafür zahlen lassen, was du meinen Männern angetan hast. Ich Und sag zwar dir, was ich gedacht habe. Ich für dachte, du wärst eine großartig. Frau. Noch so eine Schlampe. Legt die Waffe weg. Ich will euch nicht verletzen. Ist das so? Eure Männer sind alle tot. Selbst wenn ihr uns besiegt, oben warten 3 Dutzend Soldaten auf euch. Also legt die Waffe weg. Sonst werdet ihr es bereuen. Welch eine Entschlossenheit. Na schön, dann. Stirb! Na dann. Geht es dir gut? Danke. Und ich meine, wo warst du? Ich bin Malfas sei Dank in ein Dickicht weiter unten in der Ruine gefallen und habe dort eine Art Maschinenraum gefunden. Von dem aus konnte ich auch den Fallenmechanismus oben außer Kraft setzen. Oh, Zumindest gut. hoffe ich, dass es das war. Wir werden sehen. Naja, siehst du das Lager da unten? Das sollten wir uns mal ansehen. Lager unten? Wo unten? Da unten. Lager. Lager. Ich sehe nicht viel. Gold. Und ich bezweifle, dass es die Früchte ehrlicher Arbeit sind. Das war's dann also? Sie sind hierher geflüchtet, um ihr Diebesgut zu schützen? Bringen wir es zum Orden. Vielleicht können wir so herausfinden, wem es gestohlen wurde. Das dürft ihr nicht tun, bitte. Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Keiner von denen. Bitte tut mir nichts, ich. Was ist mit euren Augen? Verdammt! In was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Keiner von denen, wer seid ihr dann? Hallis. Hallis Sommerstein. Ich bin nur ein einfacher Mann, meines Pfades Bauer. Hab meinen kleinen Hof, meine Gefährtin und meine 2 Töchter ein paar Meilen von Ark. Vielleicht kennt ihr ja eine meiner Töchter. Eine von ihnen verkauft unser Brot immer auf dem Arker Marktplatz. Ja, ich habe bei beiden ja dabei. Mit der schlanken Mädchen mit den blonden Haaren. Ja, dann wisst ihr, dass ich die Wahrheit sage. Das ist meine kleine Surta. Meine kleine Surta. Ich wäre jetzt schon etwas beruhigter, wenn eure Augen wirklich nur wegen dem Licht so wirken. Und wo habt ihr euch da reingeritten? Würde mich jetzt auch Ja, interessieren. natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek, das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste.
Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld, der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaub mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit. Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata. Was? Kult aus der Unterstadt? Was denn sonst? Die hohen Tiere der Ralata denken, sie stehen über dem Pfad, über den Lichtgeborenen, einfach über allem. Genau deshalb können wir ja nichts gegen Borek und seine Lakaien unternehmen. Versteht ihr? Und lasst mich raten, dieses Gold gehört Borek und ihr hofft, dass seine Machenschaften und seine Grausamkeit den Diebstahl rechtfertigen? Nein, nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Borek Zinsen. Tja, und den Rest könnt ihr euch denken. Die Schulden wurden immer mehr und ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, sich schlagartig zu begleichen. Ja. Ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl, wenn man es so nennen kann. Also habt ihr einen Handel abgeschlossen und wessen Groschen sind das nun? Von einem reisenden Händler. Wir lauerten ihm auf und ihr könnt es euch denken. Doch dem Händler ist nichts passiert, das schwöre ich euch. Aber als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in Schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink 2 von Kareks Männern getötet. Einfach so. Erst wollten wir sie bekämpfen, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. Kein Händler fährt bei all den Banditen und Watüren noch tagtäglich dieselbe Strecke. Doch, ja, ihr habt recht. Das Gold stammt nicht von einem Händler, sondern von der Armentafel. Die Abendtafel, ihr habt das der Unterstadt gestohlen. Ja, aber ich hatte keine Wahl. Es war entweder das oder den Verlust meiner Farm. Ja, ihr wisst, wo Kareks Männer 3 der Magier oben getötet haben. So viel zum Thema Banditen mit Ehre. Ja, ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihm getäuscht. Er war am Ende auch nur ein Verbrecher. Und die verschleierte Frau? Ich habe die schon mal gesehen. Mit einer schwarzen Kutte und einer dunklen Stimme? Sie hat nicht viel gesprochen. Aber ja, sie hatte eine schwarze Kutte. Und sie war anders. Unwirklich. Das war furchtbar. Sirius. Und was? Jetzt, was wollt ihr? Dass ich euch mit dem Gold laufen lasse, richtig? Ja, ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihm getäuscht. Ja. Ich weiß, es klingt verrückt, aber es ist das einzig Richtige. Ohne das Geld bin ich verloren. Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Borek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Eure Beweggründe rechtfertigen nicht, was ihr getan habt. Das Gold hier ist nicht eures und ihr werdet euch dafür verantworten. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt! Das war alles ein Fehler. Ein verfluchter Fehler. Das war's. Beim Arsch des Propheten!
Ihr habt sie tatsächlich alle erwischt. Oh, ihr hört nicht auf, mich zu überraschen. Und ihr, Hüterin Sakharisch, danke, dass ihr uns geöffnet habt. Wer ist unser gefesselter Freund hier? Gehört er nicht zu den Banditen? Nein, aber er ist genauso schuldig. Könnt ihr ihn nach Ark eskortieren? Nach Ark? Sicher. Yakil, Miorol, übernehmt ihr das? Ja, das ja. Augen auch ich so würde rot, sagen, wenn diese Maschine irgendwo ist, dann hier. Seht ihr beide euch das mal an. Wir halten euch hier den Rücken frei. Hattest du sie nicht schon entdeckt? Wir sind von da gekommen. Jetzt kommen wir hier rum. Das ist eh leer. Alles leer. Der nicht. Auch etwas Gold. Etwas Mehl. Seht ihr das Tor da hinten? Da sollten wir hin. Gut. Was ist das? Offen? Fässer? Nichts drin? Nee, geh mal aus dem Weg hier. So, da ist das Dings und wir brauchen einen Mechanismus. Ah, da ist er ja schon. Lohnt es sich, hier zu schleichen? Na? Nach Alt-Duschograd Werkstatt. Okay, dann gehen wir da mal hinein. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich? Lass mich erstmal aufstehen. Nein, nichts. Ich sehe, ehrlich gesagt, nur dich. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Myraden nach Ark schaffen müssen. Dann kann ich jetzt endlich mal aufstellen, das erste Maschinenteil finden und zu Kalia bringen, das zweite Maschinenbahn. Was für ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende. Das kommt mir doch sehr bekannt vor. Ja, wer hat die Fässer hier unten aufgestellt? Ich finde es noch faszinierender, wenn hier unten tatsächlich Fässer die ganze Zeit überlebt haben. Seltsame Dynamo. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Minus? Moment mal. War das nicht, was sie erzählt hatten? Ach, dass ich die Baupläne, dass die alte Prophetin, die letzte Prophetin hat die Baupläne besorgt. Da liegt es schön vorsichtig. Altes Pergament, Flammenbiss, Stahlschwert der Feuersbrunst. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt.
War das der Bauplan? So, nennen das ja Maschinenbauteil. Das scheint das letzte zu sein. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. So, Kalia, wo bist du? Wo steckst du? Was soll dir das Zeug bringen? Das ist so richtig kaputt, sieht die Maschine gar nicht aus. Was sie denn jetzt? Da. Hast du schon was gefunden? Jede Menge. Das Pergament hier, das könnten Konstruktionspläne oder sowas in der Art sein. Meinst du? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Werden wir tun. Und das hier sieht aus wie ein Dynamo. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Und einen Kristall. Das hier sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus. Was meinst du? Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein. Aber er ist leer. Ja, jetzt pass auf. Naja, ich habe da oben was gesehen. So ein grünes Zeug, das vielleicht damit zu tun hat. Aber den Rest muss der Orden dann wohl selbst bergen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Lishari von den Funden berichten. Moment. Von wo genau sind wir gekommen? Von da. Ich will nochmal kurz da hoch. Da hatte ich ja die grüne Suppe gefunden. Kann ich das vielleicht untersuchen? So eine Art Quecksilber. Sieht auf jeden Fall nicht sehr gesund aus. Autosaving. Okay. Nimmst du den leisen Verdacht, wir treffen die wieder in einer kompromittierten Situation an? Nee, da ist sie. Das ging ja schnell. Und? Arantia hatte recht, da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine. Wofür die auch immer gut sein soll, die ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arantia wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Was das angeht, ich habe dort unten auch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Bereisch lesen, oder? Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyreer nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophetin. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Na, gehen wir. Gut. Bin froh, wenn ich da raus bin. Also dann habe ich so viel Zeug eingesammelt, dass ich verkaufen muss. So, der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Ein Cut.
Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sharim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyreische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Arantheal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyreischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet, Prophetin. Hier, das wird euch angemessen für eure Mühen entlohnen. Mit dem Leuchtfeuer und dem Siegelstein haben wir nun sowohl eine Waffe als auch eine Verteidigung gegen die Hohen. Und damit eine Perspektive. Das ist mehr, als ich mir erhofft habe. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht. Ich habe eine Konferenz mit den Wichtigsten von uns einberufen. Sie findet in einem Tag statt. Kommt dann wieder und nutzt die Zeit bis dahin, um euch von der Suche zu erholen. Warten, bis die Besprechung vorbereitet ist. Und das sind schon 3 Sterne. Kalia, ich soll mal mit dir reden. Dann wollen wir doch mal sehen. Wo ist sie denn jetzt? Wer seid ihr? Was? Frag doch sowas nicht. Aber gut, ich bin etwas ungewöhnlich angezogen, gebe ich zu. Sag mal, wie kann Kalia so schnell verschwunden sein? Und wieso sitzt ihr beide schon wieder da? 3. Das sieht fast aus wie die Gemahlin. Die Micha. Ach, da ist sie. Betet. Wieso betet sie, wenn sie weiß, dass die Götter tot sind? Saira, schön, dich zu sehen. Kann ich dir helfen? Ich wollte nur ein wenig mit dir reden. Das trifft sich gut. Ich denke, ich bin dir ohnehin noch eine Erklärung schuldig. Wegen der letzten Mission nehme ich halt Dodo gerade. Ja, aber reden wir woanders. Komm. So, entschuldige die Geheimniskrämerei. Ich wollte nicht, dass jemand mithört. Keine Ursache, und worum geht's? Als ich den Anführer der Banditen neutralisiert habe, dir ist sicherlich aufgefallen, dass ich nicht ganz ich selbst war. Ja, das war etwas befremdlich. Befremdlich. Ein gutes Wort. Lass es uns einfach kurz machen. Es gibt etwas über mich, von dem du nichts weißt. Von dem niemand etwas weiß, um genau zu sein. Erinnerst du dich noch an das, was ich dir im Kurarium erzählt habe, über das zerstörte Dorf? Ich war nicht ganz ehrlich zu dir. Jetzt sag mir nicht, dass du das warst. Was ist tatsächlich passiert? Nein, weder das noch wer ich wirklich bin. Das war keine Lüge. Aber ich erinnere mich an etwas, bevor ich dort aufgewacht bin. Eine Art Erinnerungsfetzen. Ein Gefühl, gekoppelt mit einem Bild. Ein Gefühl, was ich mir darunter vorstelle. Das ist schwer zu beschreiben, weil es nur ein Augenblick war, aber ich habe mich gesehen, wie ich in dem Dorf war, aber ich flog wie ein Vogel, ich weiß nicht. Unter mir sah ich das ganze Chaos, die Toten, das Feuer, die zerstörten Häuser und mir war irgendwie heiß, aber von innen, als würde mein Blut kochen. Mhm. Oh,
Das klingt verrückt, oder? Ja, für mich klingt so langsam hier nichts mehr verrückt. Also, was war es jetzt? Eine Erinnerung? Ich verstehe es nicht ganz. Es war eine Erinnerung, ja. Aber sie war so verschwommen und unklar. Wie ein Traum, aber ein sehr lebhafter. Und was ist dann passiert? Nichts. Ich bin aufgewacht und dann ging es so weiter, wie ich es dir schon erzählt habe. Aber das ist es gar nicht, worauf ich hinaus will. In dieser Erinnerung habe ich Genugtuung empfunden. Lust. Ich habe genossen, was ich gesehen habe. Die zerfetzten Körper, die Zerstörung, das ganze Blut. Es war der erhebendste Anblick der Welt. Erhebend? Du bist verwirrt, worauf willst du hinaus? Und das mit Aldotl? Was hat's jetzt mit Aldotl gerade zu tun? Tja, das wusste ich selbst lange Zeit nicht. Aber mit der Zeit habe ich begonnen, es zu verstehen. Es gibt da etwas in mir, Saira. Eine Art zweite Seele. Für gewöhnlich schläft sie, aber es gibt Situationen, die sie wecken. Und das sind meistens irgendwelche grausamen Anblicke. Wunden, Tod, so etwas wie in dem Dorf. Und wenn das passiert, dann versucht es irgendwie von, wie soll ich sagen, von mir Besitz zu ergreifen. Ganz ist ihm das noch nie gelungen. Zumindest nicht, dass ich mich bewusst erinnern kann. Aber das in Aldotl gerade, das ist, was passiert, wenn ich zu schwach bin. Ich werde zu diesem Etwas, wenn man das so nennen kann. Du hast so eine Art Dämon in dir? Wenn dir der Name passend erscheint, dann nenn es so. Aber wir wissen beide, dass Dämonen, wie sie in den Sagen existieren, und irgendwelche Verlorenen, die den Verstand von Lebenden übernehmen, nur Unsinn ist, um das Bauernvolk ängstlich zu halten. Wenn es dir hilft zu verstehen, dann stell es dir vor wie eine Art Versuchung. Eine, die nur darauf wartet, dass ich für einen einzigen Augenblick zu wenig Willenskraft aufbringe, um es in Schach zu halten. Und diese Magie, diese Kraft, die du plötzlich hattest, ich schätze, das ist auch ein Teil dieses Wesens? Ja, das ist sie. Diese Kraft ist immens, Saira. Das spüre ich jedes Mal, wenn es auch nur versucht, mich zu übernehmen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn ich mich ihm voll und ganz hingebe. Gut, das ist ein bisschen viel auf einmal. Ich weiß. Hör zu, das in Aldotl gerade hätte nicht passieren dürfen. Dieser eine kleine Moment, in dem er auf mich zugestürmt ist, dieser lauernde, blutrünstige Blick, das war einfach zu viel. Ich habe mich fallen lassen und Saira, für diese wenigen Sekunden habe ich, nein, hat es sich so vollkommen angefühlt. Ich war naiv zu glauben, so weit würde es nie wieder kommen, naiv und arrogant. All die Meditationen, all die Selbstbeherrschung, ich dachte einfach, ich wäre sicher. Das ist auch der Grund, dass ich so hart trainiere, verstehst du? Dieses Etwas, es liegt ständig auf der Lauer, wenn ich spreche, wenn ich esse, wenn ich schlafe. Und nur wenn ich vollkommene Kontrolle über meinen Geist und meinen Körper erlange, kann ich erreichen, dass ich es beherrsche. Könntest du also wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich sein? Dieses Etwas in dir? Das kann ich nicht sagen. Glaub mir, diese Frage habe ich mir oft gestellt, Saira. Sehr oft. Und vielleicht haben Dunvar und die anderen Novizen recht gehabt. Vielleicht bin ich tatsächlich eine Mörderin. Irgendeine magische Perversion. Ich werde es nie erfahren. Was weißt du denn davon? Nur Meister Tyras. Er brachte mir bei, durch Meditation, Körperbeherrschung und Gebete Kontrolle über meine Gedanken zu erlangen. Und er riet mir auch, niemandem jemals etwas davon zu erzählen. Was ich auch nicht getan habe. Bis heute. Warum hast du es mir dann erzählt? Ich weiß es nicht. Vermutlich, weil ich Angst hatte, dass du sonst dem Großmeister oder einem anderen Hüter von meinem Ausbruch erzählst. Feige, ich weiß. Aber eine bessere Lösung ist mir auf die Schnelle nicht eingefallen. Es tut mir leid. Lösung ist gut. Ist das denn nichts, was du tun kannst, um das etwas loszuwerden? Ein Ritual, irgendwas? Nichts, von dem ich wüsste. Wen sollte ich denn auch fragen? Die Apothekarii? Na, den Orden? Entweder sie würden mich verspotten oder sie würden es ernst nehmen und dem Orden melden. Beide Eventualitäten helfen mir nicht weiter. Aber wenn die Gewalt dieses Wesen hervorruft, wieso bist du dann beim Orden? Beim Militärflügel auch noch? Was wäre die Alternative? Mich hinter Folianten zu verstecken oder Badewasser für die Oberstädter Edelfrauen aufzugießen?
Saira, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass dieses Wesen in mir wirklich für das Massaker in dem Dorf verantwortlich ist. Und wenn, dann trage ich damit eine Teilschuld, für die ich Abbitte leisten muss. Ob ich es nun will oder nicht. Und selbst wenn nicht. Ich will etwas ändern. Die Welt zumindest ein kleines Stück besser machen. Und ja, natürlich ist mir klar, dass das besonders für mich Entbehrungen und hartes Training bedeutet. Aber das bin ich gerne bereit in Kauf zu nehmen. Und weißt du auch warum? Weil es genau das ist, was der Welt fehlt. Menschen, die bereit sind, für ihre Ideale wirklich etwas zu opfern. So viele Leute reden und reden und tun nichts, weil das ja dann bedeuten würde, tatsächlich auch mal Leid in Kauf nehmen zu müssen. Das habe ich doch schon mal gehört. Das habe ich schon mal gelesen, besser gesagt. Moment. Nein, das kann nicht sein. Aber ich habe das von diesem Selbstmörder gehört, Mensch. Von diesem Selbstmörder, der im Orden war und die anderen Studenten gebracht hat. Ich wollte dich nicht nur den Kopf stoßen, aber das macht mir einfach Sorgen. Das ist alles. Ja, ich weiß. Entschuldige, wenn ich etwas aufbrausend geworden bin. Ich wollte nur, dass du weißt, womit du es zu tun hast. Und alles, worum ich dich bitte, ist, dass du Stillschweigen bewahrst. Weiter als diesen Ausbruch werde ich es nicht kommen lassen. Darauf hast du mein Wort. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Zeit für mich. Danke, dass du mir zugehört hast und danke für dein Verständnis. Bitte, aber jetzt erzähl mir noch wo. Ja, das könnte klappen. Was? Könnte klappen. Wo sind wir hier eigentlich genau? Anatomiezeichnung? Sieht aus wie ein Albumcover. Ich lasse dich gleich alleine. Ist es wichtig? So, sieht aber nicht sehr ungemütlich, nicht sehr gemütlich aus hier. Ist das der Keller? Heilkunde? Wie ich es mir gedacht habe. Aha. Ein Lehrraum. Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Kilenen haben Mut, also muss man ihn lassen. Ihr sitzt da, als ob ihr beten wolltet, aber das ist doch... Hallo? Ist doch ein Vortragsraum und Lehrraum hier und keine Kapelle. Das ist die Prophetin. Ja, nein, ich will sie nicht stehlen. Yeah. Das hier wäre aber wohl nicht gestohlen. Nee, das wäre gestohlen. Ist es wirklich wahr, dass ihr in der Erinnerung eines Pyreas wart? Das ist unglaublich. Ja, das war auch nicht gerade toll. Gesundheit. Schreitet wohl, hallo. Ich schreite ja. Kein Problem. Ich will die Bücher nicht stehlen, Mensch. Wenn ich jetzt schon hier unten bin. Ja. Zielübung. Aber alles ein bisschen eng hier. Ist doch eigentlich meinen, dass der Orden genügend Platz hat. Dachte her, kann man von euch was lernen? Klang wohl nicht so. So, kommen hier raus. Kann ich auch gleich sehen, wo ich eigentlich bin? Den urtümlichen Kontinent Bangor spaltete. Ich glaube nicht, dass... wir sind... Oh! Ja, wir sind auf der Seite rausgekommen. Das ist also hier unten Skuola. Gut, das kann ich mir merken.
Kann ich hier was herstellen? Lederschuh. Das ist Lederarmschutz. Ach, die könnte ich verbessern. Die will ich haben. Ich verbessern. Die will ich verkaufen. Kann ich hier was machen? Oh ja, hier kann ich tatsächlich Sachen machen. Wie es aussieht, sogar recht wertvolle Sachen. Platzierbar Stechpalme. Was brauche ich dafür? Holz. Holz sollte ja kein Problem sein. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe doch ein neues Schwert gefunden. Ach, das sind zwei Hände, oder? Huch. Ich fürchte fast. Ah, okay. Nee, es können zwei Hände. Gut, dann werdet ihr in der nächsten Folge miterleben, ach so? Na ja, wie ich mich etwas bereichere. Hast du das schon gehört? Zakharas hat die Prüfung bestanden. Sie wurde ins erste Siegel erhoben. Schön, ja. Ja, ich... hast du es schon gehört? Zakharas hat die Prüfung bestanden. Ja. Ins erste Siegel erhoben. Sie haben das alle gehört. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge am Marktplatz. Bis bald und tschüss.